Moin Lennart, vielen Dank für deine Eindrücke aus deiner Region zum Thema Bodenbearbeitung zur anstehenden Aussaat von Sommerungen, Ackerboden oder Sommergetreide. Ich stehe hier im östlichen Hügelland in Schleswig-Holstein und möchte dir mal zeigen, wie das hier aussieht. Ich stehe auf einer Fläche, die wurde im Herbst Grundboden bearbeitet, die Vorfrucht war Weizen und geplant ist, hier in den nächsten Tagen, so wie es geht, Hafer auszusehen. Welche Maßnahmen sind an diesem Standort zu ergreifen? Dafür schauen wir uns einmal den Boden, die Bodenstruktur und die Bodenoberfläche an. Wir hatten hier in der Region von Dezember bis jetzt Mitte Februar ca. 150 mm Niederschlag. Das ist für diese Region äußerst wenig. Aber lass uns mal reinschauen, ob man hier mit einer geringen Bodenbearbeitung schon zur Aussaat voranschreiten kann. Nach der Weizenernte wurde hier mehrfach eine Stoppelbearbeitung durchgeführt, um dann im späten Herbst mit dem Grubber eine Grundbodenbearbeitung durchzuführen. Schauen wir uns einmal die Bodenoberfläche an. So erkennen wir hier noch reichlich Strohreste auf der Bodenoberfläche. Auch der ein oder andere Ausfallweizen ist mittlerweile gekeimt. Und wir erkennen auch eine große Anzahl an Regenwurmgängen, die dafür gesorgt haben, dass die Niederschläge, die hier gefallen sind, gut in den Boden infiltrieren konnten und vom Boden aufgenommen werden konnten. Dies sind ja alles Anzeichen, die schon einmal auf eine gute Bodenstruktur hindeuten. Eine sehr starke Verschlemmung durch etwaige Starkniederschläge über Winter hat es hier nicht gegeben. Ich bin jetzt hier einmal auf etwa 30 cm Tiefe runtergegangen und man kann auch hier erkennen, dass auf dem Übergang zum Unterboden die Regenwurmgänge zu finden sind. Die Tiefgräber haben hier kräftige Regenwurmgänge geschaffen, die dafür gesorgt haben, dass eben die Niederschläge gut in den Boden infiltrieren konnten. Schaut man sich die Seite einmal an, kann man hier ein paar der Freunde finden, die wir ganz gerne haben möchten. Viele Regenwürmer, auch viele Regenwurmgänge, die eine gute Bodenstruktur hinterlassen haben. An den abgeworfenen Teilen kann man erkennen, dass der Boden trotz der großen Feuchtigkeit sehr locker und feinkrümelig auseinanderfällt. Man findet immer wieder eine große Vielzahl von Regenwurmgängen, die darauf hindeuten, dass der Boden über ein sehr aktives Bodenlebewesen verfügt. Und wenn man sich dann so einen großen Krümel, so einen großen Klumpen mal anfasst und den ganz leicht auseinanderbricht, kann man feststellen, dass trotz der momentan noch großen Feuchtigkeit im Boden die Krümel doch sehr leicht und feinkrümelig auseinanderfallen. Die Überlegung hier auf der Fläche ist, dass mit etwas Abtrocknen der Boden mit einer leichten Bodenbearbeitung aufgezogen wird, um etwas Luft reinzukriegen, vielleicht noch das eine oder andere überschüssige Wasser loszuwerden und vor allen Dingen Temperatur in den Boden reinzukriegen und dann eigentlich mit einem geringen Aufwand die Aussaat des Hafers erfolgen zu lassen. Ja, Lennart, so viel dazu zur Situation hier in Schleswig-Holstein im östlichen Hügelland. Hier hat der Winter und die Niederschläge nicht dazu geführt, dass die Böden zu stark verdichtet sind oder gar verschlemmt sind. Für die Etablierung der frühen Sommerung reicht es hier aus, eine flache Saatbettbereitung durchzuführen, den Boden etwas aufzuziehen, ablüften zu lassen. Die großen Klumpen können gerne unten im Boden drin stecken bleiben, die dürfen auf gar keinen Fall hochgewühlt werden. Und die Wasservorräte sind auch hier eher als angespannt zu bezeichnen, auch wenn das hier auf einem ganz anderen Niveau ist als in anderen Regionen Deutschlands. Aber auch hier haben die Sommerungen teilweise mit den Trockenheiten arg zu kämpfen, sodass tatsächlich hier wassersparendes Arbeiten angesagt ist. In diesem Sinne, euch alles Gute für die Etablierung eurer Sommerungen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.